Begrüßen alle hier zum Emzach in Dinkelsbühl im Jahr 2020. Dort fängt ja erst mit Filmen an. Im Jahr 2020 haben wir an der Corona-Krise nicht ein richtig Dinkelsbühl. Dort haben wir aus den letzten Jahren von 2012 Emmen zusammengeschnitten. Und heute geht mir ein erstes Mal noch das Stück aus der Rapperser Umgebung. Und von dem Genasset sehe ich am linken Eck oben. Das Jahr ein. Also das ist nicht das Jahr 2014 und das ist eine der Gruppe aus Filmen. Ja, im Jahr 2016. Auch wieder Filmen. Das sieht man über das Jahr, weil sich die Zusammensetzung geändert hat, dass mein Cousin auch weniger lädt. Oder wie überhieft konnte es. Also man sieht über das Jahr, weil sich geändert hat. Alt ist das bloß Musik mit, alt ist das nicht in bloß Musik, und das ist noch ein Film, nämlich im Jahr 2017. Ein aus verschiedenen Perspektiven, je nachdem, das ist noch ein Film im Jahr 2018. Ja, da dreht ja immer auch unter das Schild, wo ich jetzt richtig gesehen habe. Und der Leute winken, das geklatscht, das fällt hier alles weg. Ihr will am Corona daheim bleiben soll und diese Kriegsveranstaltungen nicht stattfinden. Ja, geht als nächstes Seibrich, das ist im Jahr 2013. Da sind sie mitgegangen und Dinkelsbühl fällt ja ihr verglatt an der Zeit von der Corona-Beschränkungen. Und ich denke, man muss die Corona-Geschichte wirklich ernst nehmen. Auch wo sich ja vielleicht viel ärgern, dass es erst nicht stattfand. Ich denke, das ist nicht vernünftig. 2015. Gegend fällt mit Seibrich und Seiblicher ist König, überwehr nicht. Interessant, der dritte Kunde, Stenner ist Dialekt, das ist besonders schwer. Da ist ja 2010-Zahn. Dann seht ihr das aus einer anderen Perspektive. Weil da kein Gesetz im Hochweise 2012 klein angefangen haben und drüber gewusst sind. Hier fällt dann noch nicht klar, dass sie auf, nur von der Self kennt mich mal zu Matt und Rosette mit Schien. Das ist ja 2017. Wegen so das Jahr haben wir längst oben ein Eck eingeblendet. Das ist 2019. Auch noch ein Seibrich. Ja, Seibrich ist ungefähr 70 Kilometer von Rappers entfernt. Ja, geht Stien im Jahr 2012. Stien ist zwischen Rappers und Seibrich auf dem Weg. Das ist ja Rappers in der Umgebung. Und dort ist ja Stien ist hier noch Rappers, das sind nur 7 Kilometer ungefähr. Ah ja, ist ja klar, du verwendest nicht bloß Musik gewirst. Das ist ja noch ein Stein im Jahr 2013. Weil so, du seht ein verschiedene elektronische Schild von der Gruppe. Und weil so, da sind ja ein paar Kind mit, von dem ja seht ihr in den nächsten Jahren, seht ihr, weil die gewachsen sind. Da sind die, nehmen wir sie clean. Also bei der Kindern seht ihr mit, bei den Erwachsenen fällt das nicht ein Jahr von ein paar Runzelmeter sehr gut.
am Lutherzettel. Das ist ja 2014. Wir sind noch ein bei Stien. Wir haben das organisiert, dass wir von einem der Selbstwirtschaften in den verschiedenen Jahren haben wir der Kuhn. Und wir haben erst einmal noch der Repressor am Giefen gemacht, weil das denn ich sehr viel Filmmaterial. Und das hier von der Fruchthof, wie verhieft er das aushält, wie verhieft uns seine Silon. Ja, weil so, ein Dinkelsbühl ist jedes Jahr ein Hirsch. Und heuer ist das ja in der Corona-Krise nicht. Aber ich denke, das ist nicht vernünftig, da das sie zu machen. Ja, im Jahr 2015 geht der Stien mit der Blasmusik. Seht ihr das im Jahr 2016? Da dauert ein Stück bis Stien geht, im Sättelschien. Aber auch dies zeigt sich der Zerg sehr fair auseinander, da sind ihr überlegen. Aber wenn man überlegen will, ist nicht verpasst, der Mucke ist beim Film. Das ist nämlich gar nicht so einfach zu machen. Ja, er kann ja kein Wetter um Ufung. Und um sich da den erinnern kann, er wurde zu Jahr noch kleiner. Ja, wenn man das sie kompakt sieht, dann fällt das ihr auf. Ja, das kleine Mädchen, das wurde im Jahr zuvor noch am Armen, ja, geht das sie selbst mit. Das ist ja noch einstehen im Jahr 2017. Ja, da gehen die kleine Mädchen ja unterhauen, dann die Jahre zuvor wurde sie am Armen auch noch. Oder sind noch ein wenig stacksicher gegangen. Ja, geht auch schien, weil grieslich. Ja. Und weil gesagt, also ich denke, die Corona-Beschränkungen, das müssen ein wenig ernst nehmen, weil das ein schwer Krankheit. Und dort sollte sich wirklich ausklären, dass sie Grießveranstaltungen oft zu sehen, weil da kann es ihren Krankheit wirklich ganz leicht übertroffen werden, wenn man sieht, weil nur der Lech zusammenstehen. Und dass ihr Virus sprengt von einem zum anderen über, die wird mit der Luft übergedroht. Der Taus ist nicht klar, dass sie gefährlich, weil wohnen der Tann ihres der ist, weil da steht der Luft einfach. Der Taus wird so weggeblasen und mit der Luft werden noch die Viren weggeblasen und dann hat man weniger Konzentration, weil wohnen der Tann ist. Aber dann müssen sie den nicht ernst nehmen. Und natürlich, es gibt auch viel, der beklont hat. Da dann ja sehr Veranstaltungen, weil da ein Dinkelsbühl nicht machen kann. Aber ich denke, das Bessere macht es erst, weil ein Dinkelsbühl wirklich nicht, weil da nachher der Lech zu Hunderten wegsterben, weil bei der Krise Pestepidemie in einem Mittelalter, wo man sie alte Chroniken liest, da gab es ein Wetter Pest, die das ja stehen 2018. Ja, da gab es nicht ein Pest im Jahr 2018, aber was wie 6600, 1700, 1400 Ram, da ist eine Pest gekommen. Das sind ja 2019 noch einstehen. Ja. Und das Corona müssen wir vergleichen mit den Krise Pest sichern an der gleichen Zeit. Nur, dass die Pest auch zur selben Zeit ein zusammen gekommen ist mit Hungersnieten, auch mit Krächen. Und trotzdem sind natürlich noch mehr Leute gestorben, wenn ja. Aber dann muss ich an der heutigen Zeit nur aus sein, weil die Verhältnisse in Amerika oder in Brasilien sind. Dort ist viel gefährlicher, weil hier in Deutschland oder in Rumänien. Rumänien hat auch ganz stark zergemacht, hat auch das öffentliche Leben sehr stark reduziert, hat sich einfach nicht mehr begehend, auch nicht die Krankheitserreicher, die Viren austauschen kann. Und
Da sind noch nicht sehr gleich krank geworden, doch natürlich nicht sehr gleich gestorben. Aber nur in Deutschland sind es ja über 8000 gleich gestorben und das ist ja nicht ein Hirschort zu sterben. Ja, wo man über das erste Verhilf dreht. Ja, Kitakis im Jahr 2012. 2000 Tages ist auf der anderen Seite vom Reich von Seibrig ausgesehen. Ja, also ist also gestaunten. Also das ist sehr hier schon sehr eine Veranstaltung für ein Dinkelsbühl, aber eine Zeit, wo eine Pandemie über das Land lief, wo eine Infektionskrankheit sich an der ganzen Welt verdient. Da kann man sie erst einfach nicht machen, weil er sich wirklich von einem zum nächsten überdreht. Das 2015. Tag ist erst noch bei Seibrig überdreht und hei ist ein bisschen jung, die ist eingeschlafen. Die wurde noch ganz munter, bevor er angefangen hat zu gehen. Aber die ist dann nicht eingeschlafen, weil sie wurden, die Klee kennt, wurden alle sehr erledigt, noch bevor er richtig angefangen hat. Das ist im Jahr 2016. Da bin ich einmal neugierig auf den kleinen Jungen auch seit die zu Jahren eingeschlafen wurde am Armen. Das sieht aus, wie wenn er im Wachel schon sitzt, wo er die ist. Oder er hat zurück, im Wachel schon. Nein, das kann doch da sein. Aber dass sie im Wachel schon sitzen, ist auch schön ausstrahlend, weil im Arm geschleppt zu werden. Das ist im Jahr 2019. Ah, er geht vielleicht schon zur Post mit. Mit die S. Das ist ja wieder das Jahr 2012, und zwar Hamruden. Hamruden ist auf jener Seite von Rappes, wo er vorher Stein auch Seibrig hat, auch Tekes, und auf jener Seite ist Hamruden, auch Strechfurt, auch Katzendorf, auch Liefling. Da sind ja sie an der Gegend Emmen. Und das ist ja Hamruden. Hamruden ist am nächsten Rappes. Ja, und von dem Nersee, der für einen 5-7 Kilometer entfernen kommt, da kann man sich noch bewirken, aber glatt ist die Infektionskrankheiten bei Corona werden über die Strecke nicht überdrohen, aber über 1,5 Meter gleich. Das ist im Jahr 2013 noch ein Hamruden. Und glatt auf diesem Bild sehen wir auch wieder weiter leicht umraunt, sehr einander stehen. Und einfach durch den Atemluft werden die Corona-Viren überdrohen, die meisten haben ja nichts davon, weil bei den meisten Infektionskrankheiten, also viele stechen sich an und haben nicht mal so wenig Fieber, denen passiert überhaupt nichts. Aber die wenig Fieber bekommen, die richtig krank werden, die erwischen richtig. Im Ding ja, das war ja 2014, im Ding ja bei der Pest, hat alle anbrüht, das war bei der Pest auch nicht so. Bei der Pest sind auch nur ein paar gestorben und zwar die geschwächt worden. Zum Beispiel, von Hungersnot war, dass sie nicht genug zum Essen hatten. Oder an der hätigen Zeit, wo man irgendwas für andere Krankheiten hat, wie Zuckerkrankheit oder hier Blähdreck. Und das geht schneller, weil was dann dingt. Das ist ja 2015. Wir haben ein Fies gespielt, bevor wir mitgegangen sind mit dem Zech. Da sind wir bestimmt sie fair gegangen oder gelaufen, weil er am Zech selbst. Ja, und er geht Gault als nächstes. Was Gault wird die Geschichte. Sieht ihr, das ist ja noch ein Hamruten. Im Jahr 2016, noch einmal ein Jahr später.
fallen mir viele Fahnen auf. Waren mir vorher ja nicht dass sie aufgefallen. Und wir haben am Ruden im Jahr 2017. Da hier haben wir im Hintergrund die Tribüne, das Podium, das sie da erzielen. Aber ich verstehe nicht, was sie sagen. Weil das ist sehr viel Halt, dass ich wirklich nicht weiß, was sie da sagen. Ja, wenn ich zu fassen, ist eigentlich ein Gerd Zeitpunkt, weil zu fassen, also warum aber nicht hieß. Und das Wetter, all dies trendet, aber meistens geht. Das ist ja im Jahr 2018. Noch ein Hamruden. Im Jahr 2018. Ja, wie gesagt, mit den Corona-Sachen, also die, wenn ihr seht, müssen sich unter allgemeinen Regeln halten, das ist 2019. Wir haben aber im Kommunismus schon genau gelernt, dass die allgemeinen Regeln nicht sie ernst zu nehmen sind. Und das ist fatal, weil es erst bei Corona. Aber ich kann mich noch erinnern, mein Vater erzählt, am Feier 70er war ein Rappers in Krise verschwemmen. Und oder vor vielleicht sogar am 73 erschien. Das ist ja 2013, Gault um Ault, da ist noch einmal ein anderes Eck von Rappers ausgesehen. Also das ist Gault im Jahr 2013. Und wegen so der Krise Verschwemmung der Rappers, vor vielleicht sogar am 73 oder 74, ich weiß es nicht mehr genau, auf alle Fälle ja, ist der Ceausescu kein Rappers gewesen. Das ist ja Gault im Jahr 2014. Und dort war die Überschwemmung, da war am Freisommer im Juni, ja, das ist. Oder vielleicht auch Juli. Und der Ceausescu ist da gekommen zum Helfen, auch wie es echt wurde. Und er hat sich dort angesehen und hat gesagt, er wird alles machen. Und dann hat er den Lächeln gesagt, sie sollen ja aber ja die Kuren ernten. Und das ist ja 2015 ergault und ein Rappers wurde die Kuren einfach noch grein, das hat glatt gebleit. Auf jener Seite von den Karpaten, im richtigen Rumänien, wurde ja vielleicht schon reif, da wäre das vielleicht richtig gewesen, die Kuren schien zu ernten. 2016 ergault. Aber für die Rappeser Verhältnisse wurde das eben nicht richtig, die Kuren schien im Juni zu ernten, oder im Juli. Und das ist eben das, was hier bleibt, dass die allgemein zentralen Regeln nicht richtig sind. Das ist Gault 2017. Ja. Aber bei der Corona-Krise ist es dann nicht richtig, dass man sich der Heim aufhält, weil das kann man auch verstehen, wo man sich mit Viren beschäftigt. Und dann sagt man, werden einfach über kleine Träbchen an der Luft verdielt. Wenn ich hier über Kontakt, also ja, bei der Coronavirensoße über direkt Spucktröpfchen oder über Aerosole, das sind noch kleiner und die verdienen sich wirklich überall hin. Das Gault 2018 und glatt nerv und der Amtsach stattfinden hat kennen oder stattfinden hat sellen oder sonst was jetzt. Wird ja überall hin, werden in den Schielen aufgemacht, am Scheck der Lechwetter an der Arbeit und so, dort können ja wieder Klieferausstellungen treffen. Und das ist ja glatt ein paar Tage her, dass eine Kirche in Frankfurt sich überhandert Lech angestoppen hat, und da waren nur in einem Saal zusammen. Das ist Gault 2019. Ja, und dann muss ich mir noch vorstellen, ein Dinkelsbühl, wo da 10.000 oder 15.000 gleich zusammenkommen. Das als Schweizer 2013. Ja. Weil sich dort nachher verdient. Dort war ja in Italien, das hier am Anfang, weil der Corona-Geschichte angefangen hat. Da war ein riesiges Fußballspiel, gerade in der Gegend, die am schwersten betroffen war. Und Italien allein hat mehr als 32.000 Leute und Corona gestorben sind, und das sind noch nicht alle, das sind die, die im Überhift erfasst hat. Hat der Leunz noch erst, das hieß Übersterblichkeit, das kann man erst
notreichlich sein, da dass sie wohnen vergleicht, wie viel sind an der Zeit sonst gestorben und wie viel sind ja an diesem Jahr, am Jahr 2020 gestorben. Da das Jahr 2017 als auch wieder Schweizer Heimatsortsgemeinschaft Schweizer. Ja, und das, mit dieser Corona-Geschichte, das ihr von denen nicht anders zu sein, weil ja die Empfehlungen von einem Ceausescu, wo ich ihm das Kuren ernten soll. Ja, hier die Schäßbricher Gegend, dort ist ja Rautal im Jahr 2015, gleich 2017. Ja, Kit Gris Lasson im Jahr 2015. Die Schießbrecher gehen und da sind hier Schiffergarten aufwarten von Organisatoren. Der letzte, der zweite. Im Jahr 2017 für den Gris Lasson. Von der Uli. Ja. Genau. Und ja, geht mal im Krog. In Scharosch, das erscheint zwischen Medwisch und Schäßbrich. Und Rautal erscheint zwischen Schäßbrich und Medwisch. Ja, sind wir schon in Malmkrog. Ja, geht dann da. Ja, und ja, im Jahr 2010. Urten. Ja, bei Gesunden. Das hier ein Infektionskraut geht bei Corona, kaum an jeden erwaschen. Und einem Tag geht dann noch herrisch, hat es ja auch bei Teil, Jahr 2017. Und ein paar Tage später kam es hier krank sein. Aber bei Gesunden, der wascht nicht alle, nur ein paar. Und auch der zweitet in der Kneipe, dass sie das Leben aufgehen. Das kann man ja nicht verantworten als Gesellschaft, dass man dritten, von all denen erzwungen, dass sie Kirchen leben sollen, weil auch unten. Das ist im Jahr 2018. Der Tübinger Bergermeister hat gesagt, naja, wir retten ja nicht, in einem halben Jahr, weil sie dort wären. Sie essen aber nicht. Die und Corona sterben, die verleisen einem Durchschnitt 10 Jahre. Ja, und weil steht das nicht sehr, zu beschließen, dass er das andere 10 Jahre Kirchen leben soll. Das kann er für sich selbst vielleicht beschließen, aber nicht für andere. Das ist im Jahr 2019. Nerki Dendorf. Dendorf im Jahr 2015. Ja, Dendorf ist ziemlich an der Mitte zwischen Rappes und Schäßbrich, also ist um Raum vom Schäßbricher Gebiet. Nerki Dendorf im Jahr 2016. Kircheminkeln. Mädchen mit Wurten. Ja, im Jahr 2017. Ja, das sind in derselben Kirchenmittel auch noch ein oder die Mädchen mit Wurten. Aber jetzt sind ja ein Mädchen. Und ja, noch ein Dender im Jahr 2018. Ja, seitdem sind zwei Mädchen mit Wurten. Noch ein der Zwien. Mit Kirchenmaukel. Also es scheint auch 1200 RMI warten zu sein. Ja, ja, geht das Jahr 2019. Und noch ein Dendorf. Wir sind ein Dendorf. 2019, wo sie hieß, auch sie wurden Wetter,
da wurde schienen Pflug mit zum Kirchenmaukel vorbeizugehen. Ein anderer Jahr, wo ihr kalt wurde, dann ist das mit dem Kirchenmaukel sitzen so unangenehm. Das ist ja ihr vor der Winter gemacht. Ja, Dinkelsbühl ist eine im Sommer. Und sie verrast ein Wohnen. Ja, Kip Trappold 2013. Das Trappold 2013. Ja, da seht ihr auch sehr viel, da liegt um Raund, auch im Jahr 2014. Kann auch sein, weil im Dont dicht gedräumt steht. Und weil ich vorher gesagt habe, bei einem Fußballspiel in Italien hat sich sehr viel gestochen und dann dort wurde es eine Gegend, wo viel Corona war, besonders im Norden von Italien. Das ist noch ein Trappold im Jahr 2015 mit der Krisengruppe Kind. Ja, und so soll ja kein die verdrohte Coronavirus nicht. Nicht, das ist ihr, aber der Drosten, die einen Podcast hat und vorstellt, weil sie dort testen, die hat gesagt, bei der Kindern ist es klar, dass sie viel da, nur wenn der Kind nicht an der Schule geht oder fest nicht an. Das ist im Jahr 2016 ein Trappold. Dort die Corona-Geschichte müssen sehr ernst nehmen. Und glatt von einem aus der Gegend kommt, wo die Regelungen begonnen hat, im Juni müssen die Touren schnecken. Dort nicht in der Zahl, sie eine Regel nicht, sie ernst zu nehmen. Das ist sehr, sehr schwierig und die Regeln nicht sehen. Und ich denke, die Corona-Regeln sehen nicht, aber danke sie Licht. Ja, von einem sehr aufmaucht, vielleicht ihr. Das ist im Jahr 2017 noch ein Trappold. Dann sehen wir uns hier schon vorher tun. Und das sind ja viel. Ja, im Jahr 2018 noch ein Trappold. Im Jahr 2018. Ja, bei all diesen Jahren sehe ich auch Lecken. Aber im Ganzen ist der Zerf bis mehr noch eingegangen. Ja, und das eine ist hier schon von dem Zerf sehr sich. Da ist 2019 noch ein Trappold. Ja. Da sind noch ein Jahr sehr viel. Und da müssen ja in Corona-Zeiten alle dahin bleiben. Dann dauert es immer dort aus den vergangenen Jahren. Das wird nicht vergessen, auf die Jahre geht es wahrscheinlich wieder. Ja, es gibt Meschendorf. Meschendorf im Jahr 2013. Da ist der Cousin. Ja, der legt Frau sich alle, die im Zerch sind und die im Raum sind und Zerch sein. Ja, Kit Meschendorf 2014. Es ist noch ein Meschendorf 2014. Auf der Schild und diese Drohne kann man all dies lesen und all dies kann man nicht lesen. Aber das ist auf alle Fälle ein sehr schnell vorüber. Also das ist noch ein Meschendorf 2014 mit dem Boom. Ja. Also da der Schien hier schon um da ein Dinkelsbühl mitgeht oder sich dort aussieht. Das ist ein Meschendorf 2015. Aber das ist den ich nicht wird. Vor es erst, sich dort unten zu sein und trotzdem das Leben aufzugehen. Ja. Und das Risiko ist einfach innerst gris, weil im Mittelalter mit der Pest ungefähr. Da kann man sich auch nicht auf dort zurücklehnen, da es genau Intensivbäder gibt. Ja, in Deutschland haben die Intensivbäder gerichtet, in Frankreich, in Italien, in Holland, in Belgien. Wo sie nicht geriecht. In Luxemburg, da gängen gerade sie, aber in den östlichen Ländern, wo sie Mietzjahr gemacht haben. Das heißt, Meschendorf mit der Queen 2016. Ja, dafür wird der Boom, ja, hier ist der Queen. Hat noch schon Mai auch Arbeit, aber das ist ja auch hier.
nicht erst der Mischen der 2017. Kommt wie ein Jungen mit dem Weichel schon vor. Vier Mädchen mit Burten. Viele Hosen. Das ist der Mischen der 2018. Im Jahr 2018 habe ich auch noch auf dem Schild gelesen. Aber erst die Schilder verriebt, und dann sagt jemand, nehme ich. Also, das ist noch ein Mädchen da, 2018. Und dies müssen erst noch zweimal so. Dann die Verhiebe hier tot. Hier wird also ein Riedächer. Mit Maschen. Riedmaschen. Und ja, Kind kriegt alles. Dies alles 2013. Also an der Gruppe sind nicht in alle Jahre mitgegangen. Aber der Zeug aus sich wurde jedes Jahr. Ja, Corona ist heuer überhieft nicht in 2020er Zeug. Aber wir haben nicht gesummelt Gruppen von 2012 bis 2019 zusammengefasst. Das ist ja 2014. Noch ein Gries alles, aber auf dem Plakat kann man nicht lesen. Also ein kleines Mädchen am Armen, darum müssen wir ja sein, ob man dort in den nächsten Jahren sehr weit größer wird. Oder nicht. Ob es mitgegangen ist oder nicht. Das ist ja 2015. Gries alles. Ziemlich neu für schäßlich weit aussieht auf der Karte. Und? Ich denke, dein Mädchen da vorne, nachher ist es schon größer, oder? Also, da hat es ja auch ganz klein war, wahrscheinlich. Ja, da hat er vorne, war er noch nicht, da war er schon noch größer. Ja, 2017. Da bin ich neugierig, ob das kleine Mädchen da zu Jahren am Arme war. Und vor zwei Jahren noch sie richtig vor dem Berg gedroht war. Und wird nicht schon größer. Das sind die größeren Mädchen vor, die zu Jahr mit waren. Und. Da. Na, 2016 wurde es nicht mit. 2017. Noch ein Gries alles. Der Mädchen die Beliebt nicht mitgekommen. 2018. Ein Gries alles. Da sind die Kinder nicht mehr mitgekommen. Ja, dort wird ja schon noch sein Grand. Ja, all diese sind bei Asis die Ordner reingegangen. Der hat sich dort über die Schärfe beschwert oder über dort auf das Hemd der Tafel oder nicht. Da wollen wir keinen Juck nicht mehr mitkommen. Sie geht dort, wo man sie streuende Sachen aussieht. Das ist ja 2019, noch ein Gries alles, wo sich wieder kein Tor getrat. Ja, all dies sind ja doch andere Sachen, dann wollte man nicht gucken. Das ist ja nicht in Pflicht, das ist ja das Hirsch, das dem freiwillig geht. Ja, geht Kretz. Kretz im Jahr 2013. Kretz im Jahr 2013. Ja, wir kennen ja auch so, von der Corona-Geschichte erst, da kennen ja der letztlich freiwillig herauszeigen, ob sie zuerst erst gehen oder nicht. Und da hatten wir die Situation war in Ischgl, in Istrich, im Februar. Das ist ja Kretz 2014. Ja, da sind der letztlich auch zum Skifahren gegangen und haben sich an den Bars ungestochen mit Corona und haben daher in der ganzen Welt mitgenommen. Ja, und trotzdem haben sich halt auch ungestochen, die nicht beim Skifahren waren. Und die haben trotzdem hingerafft. Das ist ja noch ein Kretz 2014. Geschleudert.
Nein, weil er dem Arm ist. Und Kretz 2015. Dort sieht ein oder sie gerade aus, gemeintlich. Mit einem Bild von der Burg. Ja, Kretz. Ja, am Kind ja so und macht das über Schweden auch. Da haben alles auf freiwillig geht gelassen. Ja, da hat man sie erst bei Dingelsbühl wäre aber auch Schweden auch nicht gegangen. Da ist noch ein Kretz 2016. Ein Schweden hat auch gesagt, mir war 40 Leute, die dürfen sich nicht zusammen treffen. Ja, der Rest war aber sehr freiwillig. Aber dann sieht man ein Schweden, sein Drama ist einfach gleich gestorben, weil in Deutschland. Also, relativ gesehen. Ja, Schweden ist ja viel kleiner als Deutschland von der Bevölkerungszahl. Das ist ein Kretz 2018. In Deutschland gibt es gerade 80 Millionen Leute, in Schweden gibt es gerade 8 Millionen Leute. Aber der Fläche von Schweden ist an der Hälfte größer als der Fläche von Deutschland. Also das ist der letzte Mie verdient, sie haben sich eigentlich weniger ausstechen. Aber der Schwede wird sehr schwach gemessen. Und so haben in Schweden über 4.000 Dieten, in Deutschland hat um ungefähr 8.000 Dieten. Sie gesehen, das sind ja noch relativ wenig. Das sind ja 2018 erkretzt. Immerhin sind 2018 bei der Grippeepidemie in Deutschland 25.000 Leute an der Grippe gestorben. Das ist das Nierste an der Zehen. Aber Kinder Grippe kann man impfen. Und am Sonntag auch durch die Corona-Beschränkungen sind 2020 auch viel weniger Leute von Grippe krank geworden oder von Grippe gestorben. Ja, aber bei Corona da ist es wenig gefährlicher, weil Corona tiefer geht. Er geht radeln, 2013 radeln. Ja, ganz viele Mädchen mit Burten. Und das ist ja Radeln 2014. Auch hier wieder viel Mädchen mit Burten. In 2, 3, 4. Auch ein Projektpaar. Na, hier ist. Ein Kitsch in der nächsten Gemeinde oder auch nicht. Weil so, dann ruft der Zech sich der Zech auseinander, drückt einen Stuhl lecken. Das ist ja wieder Radlern 2015. Mit dem Wahlhildscher fuhr. Mit dem Blämmerkraunz. Mit dem Mädchen, der irgendwas auf der Gasstrahl. Wahrscheinlich Blämmchen. Da ist ein Zwei-Projekt-Porer, weil es aussieht, vielleicht, vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich schien. Ja, auf allem mit dem Zieger. Zuerst verdielen. Ja, geht noch ein Radeln, 2017. Da gehen auch um Aufung die Mädchen mit dem Gurten. Wir sehen ja da vorab. Pärchen haben mit dem Dach angeschlungen. Droten. Kinder als nächstes. Noch ein Radeln, ein Wurzel aus dem Hochzahn. Ein Pärchen. Und der Kind geheißt. Geheißt, wenn wir auch wieder um, im Jahr 2013. Ja, von 2012 haben wir noch von einem Port
Gruppen da oben, nicht alle. Also steht hier unten 2013 und da ist ein Dries, Gruppe aus Keist. Die Männer mit dem Pott auf dem Hieft. Das ist ja Keist im Jahr 2014, da gehen die asiatische Touristen verriefert. Ja, die dürfen ja hier auch nicht mehr kommen, weil sie nicht mehr Fleisch kaufen. Ja. Oh, und jetzt sind hier viele japanische Touristen, weil Leute aus Keist am Zerch. Ja, denen hat es schon noch gefallen. Den einen weil den anderen. Ja. Ich bin ganz gern. Aber wie gesagt, wenn ein Virus angeht, dort verteilt sich zwischen allen. Der Virus unterscheidet ja nicht. Was für einer das? Das heißt 2015 mit ganz vielen Kindern. Und dann kommen die Jugendlichen mit dem Hut auf dem Hieft. Ein Jahr später kommen die Erwachsenen. Ja, also 2017. Ui, und jetzt sind auch wieder viele Kinder. Nicht, dass sie ganz kleinen, ihre wenig größeren. Wo wurden die alle rekrutiert? Das ist ja schon erstaunlich. Also fraß ich alle. Ja, Kit Keist im Jahr 2017. Das sieht ja erst auf den ersten Blick alles ganz schwarz aus, weil sie heiraten sie Minkel unten, weil sie an der Knei, die Männer, auch natürlich den Hut. Und im Jahr davor, und ich scheine nicht in Männer gesehen, und dann sieht man hauptsächlich Männer. Und dort wirkt auch alles als schwarz, das erste Mal. Mit den Stiefeln und den Stiefelhosen. Und im Hintergrund sieht man auch ab und zu eine geschleuderte Frau, aber erst einmal nur Männer, der schwarze Maunkel. Und wo sind die Kinder im Jahr davor mitgegangen sind, vielleicht geht das weiter noch, wird der Zweck noch. Also erst einmal ganz viele Männer, ganz schwarz, oben bis ein. Ja, einmal zwei Frauen und wieder mal Männer, Männer. Ha! Zwei Kinder, Frau. Ja, und mehr Kunden. Vor mir kein, mehr Kunden. Junge Frau mit dem Gurten. Ui, da sind sie hintereinander gekommen. Aha, und hier kommt ja der Kind. Wusste den nicht noch. Aber das ist eine riesige Gruppe. Oha. Und hier dann mit dem Dach auf dem Hieft. Riesige Gruppe. Das ist ja 2018 noch ein Kreis. Da wurden ja glatte Blasmusik, aber ich bin nicht mehr von der Blasmusik hier. Jetzt bin ich noch ein Jahr hier. Okay, meine schwarze Kultur hier mit Hut und mit West. Ja, Kit. Ja, Kit 2019, noch ein Keist. Da ist noch eine sehr große Gruppe. Geriert im Hintergrund, aber wie gesagt, hat verstanden nicht, was da gesagt wird. Ja, Kit Waldhütten 2013. Ja, der Leute begrüßen sich. Ja, lassen die dort auch sehen, wo er Corona-Zeiten ist und sich nicht mehr daheim scherlen soll.
Vita oder sie kann und davon hätte auf Mann aufliegen, und die vertritt sich einfach nur sie als ihr Virus. Ja, 2015, Waldhütten. Noch eins. Ja, 2017, Waldhütten. Und 2016 haben wir von Waldhütten nicht in Gruppe. Weit aussieht. Ja, 2017 sind sie wieder mitgekommen. Ja, geht. 2018. Wir sehen noch ein bei Waldhütten. Im Jahr 2018. Wir sehen noch ein Boot. Ja. Und sie war da doch bei den Pestepidemien im Mittelalter. Ja, da haben der Vater vor allem auch Regeln herausgegeben und der Lecho gemacht von Zerkanien, aber nie weniger bei mir. Und dann hat sich die Pest radikal verbreitet, überall hin. Ja. Das ist ja 2019, noch ein Waldhütten. Und der Nokit Weißkirch mit Musik in der ersten Mal. Weißkirch, ich weiß ja nicht, der hat auch andere Trüchten, weil der aus dem Weißkirch das nicht fair von Rappers ist. Ich weiß ja nicht, ist das dort Weißkirch von Rappers oder ist das ein anderer Weißkirch? Der sah ein Jahr anders aus. Ja, das ist noch ein Weißkirch aus dem Jahr 2016. Ja, wir sind ja in der Schäßbricher Gegend. Am Pferderen Amtries. Ja, der Schäßbricher Gegend kann man sehr fernieren. Ja. Und sie ihr Grieser Radius kanonieren. Da ist noch ein Weißkirch mit dem Grieser Schild im Jahr 2017. Ja, das ist Weißkirch 2017. Und ja, sind wir wieder Weißkirch, den Ufung vom Serch im Jahr 2018. Ja, im Jahr 2018 hat sich irgendwo einmal der Serch aufgelöst und hat den Weg verloren. Und da kann man sich eigentlich in Weißkirch orientieren. Ja, der hat uns hier ein kleines Schild geholt, der hat uns dort aus der Fährt her gesehen. Und hat sie wieder gesagt, er hat uns wieder verloren, also hat sich der Zerg da irgendwie hein überkretzt, niemals. Das ist ja 2019, noch ein Weißkirch. Große Hirsch fair auseinander und könnten ja so, das ist hier ein Corona-Aufstand, den kann man ja halten, aber der lässt um Rand halten, den Aufstand nächstes an. Das ist Arkaden 2014. Ja, hier seht ihr den Lech aus der Nähe. Ja, so frasig und wanken. Und um Raunstoße und flünzten auch. Das ist eine Arke, den 2010-Zahn. Das ist noch ein Port, da summeln sich all dies und all dies nicht. Ja, da sind wir dann auch, du bist lecken am Luft der Jahr. Aber das macht ja nichts.